Hallo, hallo, Freunde chinesischer Tablet-Kunst. Es ist wieder Retro-Review-Zeit und heute mit dem Iken M001, eine wirklich sehr attraktive Bezeichnung für ein Tablet. Es geht aber weniger um das Tablet, obwohl es zwangsläufig hier auch eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Eigentlich geht's um Android 1.6 Donut. Mir wäre natürlich Android 1.0 oder vielleicht sogar irgendeine Beta oder sowas von Android lieber gewesen, aber das zu bekommen ist nicht so ganz einfach. Manchmal sind die älteren Geräte wirklich geradezu unverschämt teuer, wenn man bedenkt, dass man die heute eigentlich gar nicht mal vernünftig einsetzen kann. Warum, werdet ihr auch gleich sehen. Aber ich habe es zumindest geschafft, hier an ein Android 1.6 Gerät ranzukommen, in Form eines Tablets eben. Witzig an dem Gerät ist auch, dass es sich in einem hervorragenden Zustand befindet, als wäre es wirklich niemals verwendet worden. Schaut euch das mal an. Das Ganze nennt sich hier Glossy. Ich nenne das Plastic Bomber Deluxe. Es ist ein 7 Zoll Tablet. Zumindest sollte das eins sein. Ich nenne es mal 7 Zoll Backsteinprügel. Es ist weder verwindungssicher, obwohl es so dermaßen dick ist, beziehungsweise es ist auch, also die Verarbeitungsqualität ist echt massivst miserabel, wenn man bedenkt, wie teuer die Geräte damals waren. Das liegt auch nicht nur daran, dass es halt ein Plastikbomber ist. Es liegt daran, dass es schlichtweg schlecht verarbeitet ist. Das Ganze, das knackst hier an jeder Ecke. Ein CE-Zeichen ist offensichtlich drauf. Also denke ich mal nicht, dass es damals so China-Importware war. Ich denke mal, das war dann eher eine, naja, hier verbreitet sicherlich nicht, aber sozusagen so die günstige Alternative zu Samsung und Co. Und also ich würde, ohne zu viel vorwegzunehmen, würde ich auch sagen, das war auch noch wirklich die Zeit, wo man gesagt hat, okay, solche Technik günstig zu kaufen, das macht nicht viel Sinn. So, ich habe das mal ausgeschalten und jetzt schalten wir es an. Und während ihr euch die Startanimation, die mich sehr witzig gestaltet, verdammt. Ihr Netbook wird heruntergefahren, ist ja Party. So, ich glaube, jetzt hat sich's heruntergefahren. Wir sehen, dass wir hier noch allerlei wirklich mechanische Tasten haben, was ich ja an sich nicht verkehrt finde. Hier eben mechanischer Power-On-Taster und dann hier Menü plus minus ist wahrscheinlich die Lautstärke zurück und Home, was heute in der Regel ja alles kapazitiv ist. Und hier noch ein paar Status-LEDs, können wir uns eigentlich auch gleich nochmal anschauen. Auf jeden Fall starte ich das jetzt, indem ich halt den Power-On-Taster hier kurz gedrückt halte. Jetzt müsste es eigentlich schon losgehen. Hier steht auch Android-Version 1.6, Kernel-Version 2.6.29, WMT SDK-Version und schon ist es weg. Jetzt kommt eine echt witzige Startanimation mit dem Android-Männchen. Hat man heute gar nicht mehr so. Guck mal hier, der tanzt. Und derweil schauen wir uns mal die technischen Daten an. Wenn das hier alles stimmt, natürlich. Stammte das Gerät aus dem Jahre 2010 und zwar im Juni von Eken Electronics. Läuft als Tablet. Aber auch, ich habe auch gelesen, Yun PC, ich habe vorhin auch Netbook gelesen. Also damals war man sich noch nicht so ganz einig, was es genau sein soll. Wiegt 350 Gramm für ein 7 Zoll Tablet. Ja, Android 1.6 Donut hieß das damals. Ist alles nach Süßigkeiten benannt. Der CPU ist leider nicht näher benannt. Er taktet aber mit 533 MHz. RAM haben wir tatsächlich 128 Megabyte. Und es ist sogar DDR2 SD-RAM. Hätte ich nicht gedacht. Der Festspeicher ist, weiß nicht genau, was für einer das ist. Das steht ja leider auch nicht. Aber auch immerhin 2 GB groß. Da belegt natürlich dann Android einen Teil davon. Da ist nicht mehr so viel frei. Das Display, das ist eben 7 Zoll. TFT-LCD-Panel mit TN-Technologie. Heute haben wir IPS. Das ist noch ein resistiver Touchscreen. Warum, was da jetzt so genau der Unterschied ist, das werden wir nachher auch noch sehen. Das ist auf jeden Fall total grausig. Und das Ganze löst dann mit 480 x 800 Pixel auf. 160,8 Millionen Farben. Ja, immerhin. Scratch Resistant Screen. No. Sehr gut. Ihr könnt euch das ja schon mal reinziehen. Wie entsperrt man das hier eigentlich nochmal? Die Menütaste habe ich doch gerade. Zack, da sind wir auch schon drin. Aber es wird eh gleich wieder Opfer der Display-Timeouts sein. Eine Speichererweiterung gibt's mit SD-Karten. Allerdings nicht Mikro, das sind noch die großen. Ich glaube, ich werde krank. Ich muss mir die ganze Zeit schon mein zartes Näschen putzen. Das ist nervig. Draußen ist es aber auch so verdammt kalt. Das ist so unklar. Ich dachte, ich hätte den Winter hier wirklich schon überstanden und jetzt kommt er nochmal hier richtig zurück. Zumindest, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. So, hier nochmal in voller Pracht gezeigt, das gute Stück. Und hier, das sind halt die Anschlüsse. Das ist irgendein Spezialanschluss. Also das Ding hat keinen richtigen USB-Port, wirklich. Das war noch die Zeit der Spezialanschlüsse, daneben eben der Schacht für die SD-Karte. Oh, hier noch in grün, ne? Kopfhöreranschluss. Daneben Mikrofon.
okay, das ist die Mikrofon, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und auch der Stromanschluss hier für das Netzteil, selbst das ist ein Spezialanschluss. Logisch, gibt ja keinen USB, haben wir gerade festgestellt. So, ich glaube, viel mehr hat das Ding hier gar nicht, denn die anderen Tasten sind ja auf der vorderen Seite, war damals halt noch gängig gewesen. Ja, da war ja auch noch mehr als genügend Rahmen übrig. Geil finde ich es auch, wie sich das Display hier im ausgeschalteten Zustand ja vom Rest abhebt. Das ist richtig schön hellgrau. Also ein modernstes Design aus der Hölle. So, und das ist sozusagen hier der, naja, das ist hier der Sperrbildschirm. Und die Tasten, die haben noch so ein richtig, die klicken noch richtig laut. Ja, das ist Android 1.6. Soviel ich weiß, auch die Stock-Version. Und hier muss man eben zum Entsperren jetzt hier nicht irgendwie irgendwas wohin ziehen, sondern eben die Menütaste drücken. Und schon sind wir dann auch drinnen. Der Aufbau ist natürlich im Groben irgendwo schon gleich. Man hatte damals ein paar mehr Symbole hier gehabt, die Lautstärkesteuerung. Ja, seht ihr, das ist hier alles antippbar. Ja, seht ihr? Natürlich alles perverse Verzögerungen hier. Ach, ist ja witzig. Ich glaube, jetzt hat er gerade ein Bildschirmfoto gemacht, also ein Screenshot. Also rein vom Sound her würde ich das jetzt zumindest vermuten. Ja, und da kann man natürlich dann eben jetzt auch hier die Tasten verwenden, wenn wir das wollen. Also Plus und Minus, das ist, wie ich vermutet hatte, lauter und leiser. Aber eben mit einer echt krassen Verzögerung. Und Power-On-Taste, damit kann ich ihn halt auch jetzt in Standby schicken. Und Menü-Taste, das blendet dann halt unten hier diese Leiste halt ein. Die kann ich jetzt einen ausblenden. Aber man kann sich auch hier irgendwie von rechts nach links auch so eine Art Schnellzugriff. Aber das ist der App-Drawer, aber ich glaube nicht, dass das der App-Drawer ist. Zurück-Taste habe ich auch hier in der Mitte. Und einen Home-Button eben. Das ist dann, ja, wenn ich da rechts drücke. Man kann das Ganze natürlich auch drehen. Und wenn wir jetzt ein bisschen warten und zwischenzeitlich halt einkaufen gehen und das Auto waschen, dann dreht er das Bild. Seht ihr? So, und jetzt das Ganze nochmal. Ihr könnt ja so lange irgendwie nur mal kurz aufs Klo gehen oder Chips holen. Und wenn er zurückkommt, dann haben wir auch wieder den Landscape-Mode. Meine Fresse! Meine Fresse! Also, er hat sie ja gedreht. Oh, ist das anstrengend. So, das Display hier, das ist im Übrigen nicht durch Glas geschützt, das ist Plastik. Ja, ihr seht schon, wenn ich mit dem Finger so drüber gehe, ja, wie sich das dann hier so alles wölbt. Ja, das ist fantastisch. Ich hatte ja auch mal so ein Billig-Tablet gehabt, allerdings wirklich ein China-Ding, und zwar ZeniThink. Da hat ein oder andere das vielleicht kennen, das war damals irgend so ein Klassiker-Ding, aber das habe ich eigentlich nie benutzt. Das lief auch auf Android 2.3, hatte ich damals abgegradet, aber das war trotzdem eine Katastrophe. Das Display, das hatte ich vorhin schon gesagt, das ist kein kapazitiver Screen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so mache, ja, okay, gut, der registriert das. Es gab unterschiedliche Qualitäten von Resistiven. Es gab auch welche, die richtig gut waren, aber es gab auch welche, die waren total räudig. Da muss man nämlich, deshalb ist das ja auch keine Glasoberfläche, weil ich glaube, das läuft halt auf Druckbasis, dass da irgendwie zwei Folien miteinander verbunden werden. Und deshalb können wir das zum Beispiel auch mit einem Stift bedienen, was ja bei jedem normalen Telefon beziehungsweise bei jedem normalen kapazitiven Display nicht funktionieren würde. Wenn ich zum Beispiel ein technologisch etwas fortgeschritteneres Gerät hier wähle, da passiert hier gar nichts, der reagiert nur auf meinen Finger, aber nicht halt auf einen Stift zum Beispiel. Da bräuchte man jetzt spezielle Sachen wie diese Dinger hier halt, die gehen dann wieder klar, weil die halt auf Druck absolut nicht abgehen. Aber das war bei den Resistiven halt anders und damit konnte man die eigentlich auch ein bisschen besser bedienen, finde ich zumindest. Ich habe da mal lieber irgendwie einen Stift halt benutzt. Das Geile war im Übrigen, ich habe damals, sie haben ja auch schon so Smart-Technik geholt, halt vor allem HTC auf Windows-Basis. Und da kam irgendwann Android raus und ja, ich dachte so, was ist denn das, dieses Android und so, ja, und hab mir selbst, ne, ich weiß nicht, entweder was ein Tablet oder damals mein erstes Smartphone aus China, wo ich die Auswahl hatte zwischen Android 1.x oder Windows. Und was hab ich gemacht? Ich habe natürlich Windows genommen, weil ich dachte, dieses Android setzt sich auf jeden Fall nicht durch. Und so habe ich mich halt geirrt. Ja, heute ist Windows, redet ja keiner mehr drüber. Aber Android ist jetzt natürlich total aktuell. Und wir gucken uns hier mal ein bisschen im System um. Hier kann man auch mal sehen, wie alt so manche Apps sind, ja. Seht mal, Documents to go, Full Version. Meine Güte, diese Display-Timeout-Zeit, die ist viel zu gering eingestellt. Wahrscheinlich, weil der Akku nur so Spielzeug-Akku war, da habe ich leider keine Kapazität gefunden. Zack, starten wir es mal. Einfach mal aus Spaß, weil wir es können. Aber ich hatte damals, also ich hatte schon wesentlich bessere Technologie damals gehabt und habe versucht, ein bisschen Office damit zu machen, dann lief das schon nicht. Registrieren, ich frage mich, wo der die Daten jetzt noch hinschickt. So, PDF haben wir auch, krass. Slideshow to go, was immer das sein soll. Slideshow, das ist wahrscheinlich PowerPoint. Sheet to go, genau, und Word to go. Also hier Excel mal gestartet. Documents to go erfordert eine SD-Karte. Setzen Sie eine SD-Karte ein und versuchen Sie es erneut. Tüdü. So, ihr sagt ja bestimmt, Moschus, warum legst du nicht eine SD-Karte ein? Aber ich denke, dass er meine 64 GB Klasse 10, was weiß ich, super krasse SD-Karte ja nicht erkennen wird. Maps haben wir auch drauf. Neuer Content dank verschiedener Ebenen. Ha, naja, das würde ich jetzt nicht unbedingt als neuen Content anpreisen, aber egal. USA. Die andere Sache ist die, dass diese resistiven Touchscreens damals auch keine
Hoppala. Die haben da, wow, das läuft aber erstaunlich flüssig, wenn ich bedenke, wie die ganze Zeit das System abruckelt wie Sau, da die alle Eingaben mega verzögert sind, geht das hier aber mal total klar. Gehen wir mal ein bisschen rüber. Oh, okay, das muss die amerikanische Version sein, da gibt's nichts außer USA, danach kommt nur noch Grau. Ich mach nur Spaß. Hier kommen jetzt die ganzen Gebiete, die zu erobern sind. Damals gab es noch kein Multitouch. Das Ding reagiert nur auf eine einzige Eingabe gleichzeitig. Das heißt, sobald ich zwei Finger mache, ja, hier, dann spasset er sofort rum und denkt, was ist hier los? Deshalb war noch zum Beispiel reinzoomen und rauszoomen, hier mit diesem Plus und Minus, das ist heute rudimentär in manchen Apps noch vorhanden. Und wir wollen natürlich hier mal bei Deutschland rein. Im Übrigen, ich habe mir das Ding schon vorher angeschaut, deshalb seht ihr, habe ich hier WLAN-Empfang. Ja, das Ding hat Wi-Fi, weil sonst wäre es auch total sinnlos gewesen. Mobile Daten gibt's ja nicht. Das heißt, die mussten natürlich sofort in solchen Tablets dann hier auch WLAN- bzw. Wi-Fi-Module verbauen. Ernsthaft, bevor der die Karte aufgebaut hat, ist er schon wieder in Standby. Ja, hier kann man nichts machen. Kann man hier ein Menü einploppen? Ah, doch, Route? Ah ja, aber der plant dann mein Standort, also GPS hat das Teil mit Sicherheit nicht. Vielleicht hat er das grob mit dem WLAN gemacht, weiß ich nicht genau, wie weit die damals waren. Aber wir versuchen jetzt hier mal ein bisschen was. Berlin. Die Tastatur ist extrem präzise und vor allen Dingen sehr direkt. Ja, das geht hier alles richtig flott. Von der Hand. Suche nach Berlin. Berlin. Ich habe jetzt meine Stadt genommen, die jeder kennt. Ja, Berlin halt. So, jetzt müssen wir warten, bis er das Ganze hier irgendwie mal geladen hat. Aber ihr seht schon, also die ganze Bedienung hier, das ist nur mit Warten verbunden. Das ist wie im C64 wirklich ein Spiel starten von der Diskette. Wer das mal gemacht hat, der hat auch gelernt, geduldig zu sein. So, jetzt bin ich mal in einem Netzwerk drin. Das WLAN-Modul ist zu schwach, als dass es in meinen Router eingeloggt sein kann. Deshalb bin ich jetzt im Repeater. So, ja, also ich muss sagen, dafür ist es eigentlich schon echt nice. Man muss halt ein bisschen Zeit mitbringen. Aber gerade wenn man das auch einmal geladen hat, da könnten wir uns jetzt hier so ein bisschen rumgucken. Aber ich glaube, da hat man damals wirklich schneller eine Papierkarte rausgeholt und auf den Tisch gelegt und geguckt, wo man hinfahren muss. Aber hier kann man ja auch dann noch Routenplanung machen. Ja, also interessant, aber ich will jetzt nicht so sehr auf Maps abgehen. Ich glaube, da könnte man nochmal ein ganzes Video machen. Im Übrigen hier die Benachrichtigungsleiste. Ich dachte im ersten, es gibt keine. Aber doch, es gibt eine, die ist einfach nur sehr, die muss man sehr geduldig runterziehen. Zack. Aber das ist nur die Benachrichtigungsleiste, ich kann es jetzt nicht nochmal runterziehen, also es gibt keine Schnelleinstellungen. Wir haben auch hier einen On-Screen-Home-Button, seht ihr? Und da ist man sofort auf dem Homescreen. Scheiße, ich glaube, jetzt ist er irgendwie ein bisschen abgekackt. So, okay, jetzt, ist halt ein bisschen abgekackt. Ja, wir wollten, wie gesagt, nicht auf Google Maps hängen bleiben. Skype in der Beta finde ich auch total geil, aber das gucken wir uns jetzt im Speziellen nicht an. Wir können es mal kurz starten. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt noch irgendwie unterstützt wird oder ob der. Da sind ja immer Server hinterlegt, die sich ja auch irgendwann mal ändern und dann geht es halt schon nicht mehr klar. Ach, auf Englisch ist es hier sogar. Receiving calls will use your Skype credit. Would you like to receive? No. Home. Und da sind wir wieder zurück. So, Einstellungsmenü. Gucken wir mal ein bisschen im Einstellungsmenü rum. Damit hätte ich eigentlich anfangen sollen. Stattdessen habe ich mit Google Maps angefangen. Aber es ist auch hier nur ein Retro-Unboxing. Das muss ja hier alles nicht so professionell sein. Ich denke mir nicht, dass irgendeiner sich vorhat, aufgrund des Reviews hier das Ikin M01 zu kaufen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier steht es dann. Android 1.6. Oh, hier Memory Size, also die Speichergröße 128 Megabyte. Und hier Akkuverbrauch, das ist dann auch hier mit drin. Klick. Nee, hat es schon aufgeklappt. Nur dann kam die Verzögerung. Jetzt haben wir es. WLAN 34%, Display 30%. Krass, das WLAN verbraucht mehr als das Display. Tja, ist jetzt die Frage, ob das jetzt für das WLAN oder für das, beziehungsweise gegen das WLAN oder gegen das Display spricht. Ich will scrollen. Also hier hängt das manchmal so dermaßen krass. Das ist, also wie man damals wirklich damit arbeiten und zufrieden sein konnte, ist mir ein absolutes Rätsel. Standort, Sound und Display. Mal gucken, ob wir das Display ja auch ein bisschen mal heller machen können. Vor allem Sound und Display. Was hat denn das eine miteinander zu tun? Wow, guckt's euch an. Jetzt sieht man ja mal ein bisschen vernünftig was. Das spiegelt es hoffentlich nicht mehr so. Na, es spiegelt immer noch ziemlich stark. Was haben wir hier noch Witziges? Display Timeout. Ja, das ist ja lächerlich hier. Die machen wir mal. Was hat er denn bisher? 15 Sekunden. So, 2 Minuten. Was haben wir noch Witziges? Ah, ihr merkt ja, also das Scrolling hier. Ja, ich kann es natürlich auch mit dem Finger bedienen. Aber das ist...
Also ich bin überrascht, dass Maps echt so flüssig lief. Dafür, dass man hier im Menü alles so extrem hakelig ist. Das ist einfach mal total nervig. Ich kann es ja eigentlich aus Jux mal probieren, meine SD-Karte einzulegen. Hier eine 64 GB SanDisk Extreme. Aber ich denke mal nicht, dass es geht. So, SD-Karte wird vorbereitet. Beschädigte SD. Na, war ja klar. Aber zumindest haben wir das Display ein bisschen heller gemacht. Das ist auch eine feine Sache. Raus mit dir wieder. GPS-Satelliten aktivieren. Wireless, wo bin ich denn jetzt drin? Also ich bräuchte jetzt halt irgendeine alte SD-Karte. Ich habe sowas einfach nicht mehr da. Also ich, 16 GB-Karte oder so. Touchpanel Calibration. Ja, das zeige ich euch jetzt nicht. Ja, dann hat er verschiedene Punkte angezeigt. Die muss man dann pieks, 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 pieks. Und dann hat er das Panel kalibriert. Weil sonst kann es nicht sein, dass man halt irgendwo hingedrückt hat. Aber die Eingabe kann dann, was weiß ich, einen Zentimeter daneben oder sowas. So, dann gucken wir mal lieber noch. Eigentlich, Professor. Logisch, war eigentlich als Surfing-Tablet, im Internet-Surf-Tablet ja eigentlich auch gedacht. Oh, als Hauptseite ist Google eingestellt. Boah, ist das langsam, meine Güte. Ich bin ja jetzt, ihr seht, ich habe vollen Empfang. Aber, shit, das war bloß Google. Sowas wie YouTube wird hier wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Aber wir können ja einfach mal auf YouTube surfen, aber, ja, das bringt nichts. Nee, das bringt nichts. Das ist ja alles Flash, also da wird ja kein Video wiedergeben können. Das war ja mit YouTube damals über einen Browser Videos abspielen, das war ja unter Android 4.4 KitKat war das ja noch ein Problem. Oh, ich habe hier einen kleinen Fehler, Ausleuchtungsfehler, das ist ein heller Punkt. Werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Ja, ich gehe mal auf meine Seite. Aber das ist echt verdammt langsam. Ja, damals haben wahrscheinlich die SoCs noch so wenig Leistung gehabt, dass sogar das Aufbauen einer Webseite dann nicht von der WLAN-Geschwindigkeit abhängig war, sondern halt auch, das ist von der WLAN-Geschwindigkeit abhängig. Ich würde sagen, hier hängt es wahrscheinlich an allem. Aber man darf auch nicht vergessen, 2010, das ist auch 7 Jahre her, damals war natürlich die Internetzeit noch nicht so komplex wie heute. Tja, er sagt, er ist fertig, zeigt mir aber nichts an. Na doch, jetzt! Wow. Hat ein bisschen gedauert, aber naja, immerhin könnte man sich jetzt angucken und so scheiße sieht es auch gar nicht aus. Ich finde jetzt so von der Farbwiedergabe und oft von der Auflösung geht das eigentlich schon klar, ja. Aber wir sehen halt auch, ihr kennt meine Internetseite, die ist jetzt nicht besonders programmiert, ja. Das ist eine relativ einfache Seite, nicht allzu viel Inhalt, aber trotzdem ist das hier wirklich eine Katastrophe, ja. Das ruckelt aus der Hölle. Und das war mit meinem Zenithink damals halt genau das gleiche Problem. Das fand ich so frustrierend, immer damit zu arbeiten, dass ich halt nicht damit gearbeitet habe. Und durch das Nicht-Benutzen war tatsächlich auch irgendwann das System im Arsch, obwohl ich gar nichts damit gemacht habe und habe ich immer einen Bootloop gehabt. Habe ich mir mal beseitigt, indem ich mir eine Custom-ROM installiert habe. Einfach nur aus Jux, dann habe ich das Teil verschenkt. Also, ja, man könnte tatsächlich mit den 7 Jahren alten Prügel hier noch Internetseiten ansurfen und sich, was ich, News durchlesen oder sowas. Also ich habe das Gefühl, das System ist ja auch irgendwie ein bisschen buggy. Es ist auf den Homescreen zurück. Na gut, also Surfen funktioniert technisch gesehen auch. Was vielleicht damals auch sinnvoller war, war E-Books zu lesen. Vor 7 Jahren, aber glaube ich noch nicht so gängig. Das sind im Übrigen hier Desktop-Seiten, ne? Wir haben nicht nur die eine, wir haben auch noch, also wir haben 3. Und so viel ich weiß, war das halt damals so gewesen, dass man auch keine weitere Desktop-Seiten hinzufügen konnte. Da hatte man dann halt die vom Hersteller vorgegeben wurden. Und mehr gab's nicht. So, jetzt kann man hier auch Widgets, ne, gab's damals auch schon. Ein Ordner sogar, Hintergrundbilder. Wollen wir mal Hintergrundbilder mal auschecken? Das ist ja ein bisschen langweilig. Dynamic Switching Wallpaper Settings. Bilder, Galerie. Wo sind denn jetzt? Ich glaube, unter Bilder sind jetzt alle Wallpaper. Versteckt. Ich weiß jetzt echt, ich weiß gerade nicht, ob er jetzt gerade lädt. Oder ob es einfach nur nicht gibt. Jetzt, auf dieser Karte sind keine Dateien oder Ordner enthalten. Warum bin ich jetzt bei Documents to go? Das ralle ich nicht, das ist mir zu viel. App Market. Ah, da hieß auch damals irgendwas mit Android. Ja, ist natürlich interessant, was jetzt passiert, ne? Das Ding ist ja uralt. Aber Internet. It appears that your Internet connection is not available. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Internet Connection ist sowas von available. Ich würde einfach mal vermuten, dass es diesen Play Store, diesen App Store hier nicht mehr gibt. Und dass er jetzt versucht, zu Server zu connecten, die es nicht mehr gibt. Und da das fehlschlägt, gibt er mir einfach jetzt die Fehlermeldung aus, dass das Internet nicht da ist. Aber es ist da. Wir haben es ja gerade, ja, wir wollen ja gerade im Internet surfen. Und es hat ja auch funktioniert.
Ja, Google lädt da immer noch. Naja, schade, da funktioniert der App Store nicht mehr, aber ja, ist halt alles schon viel zu alt. So, was haben wir hier eigentlich noch so drauf? Freeing, was immer das ist. Farm Frenzy Light. Das ist so ein Game. Vor allem Light. Ja, damals waren häufig auf solchen Geräten noch Demos installiert, vorinstalliert. Manchmal sogar richtig viele, wo man dann das erste oder zweite Level spielen konnte. Da musste man sich das dann halt für 5 Mark kaufen. Für 5 Euro. So alt ist die Technik nun auch wieder nicht. Okay. Game. Naja, was ich natürlich nicht so erwähnen brauche, ist, dass dieses Display hier, es ist ja ein TN-Panel, es ist nicht blickwinkelstabil. Ja, seht ihr, das geht dann hier alles natürlich weg, aber das war nicht mehr zu erwarten. Aktivität reagiert nicht. Ja, doch. Oder auch doch nicht. Doch. Ach ja, das Spiel, das ist, ey, ihr glaubt's nicht, aber ich bin darauf echt, ich habe mir das Tablet ja schon vorher mal angeschaut, das Spiel macht echt süchtig. Okay, wie war das gewesen? Genau, man muss Gras, sonst verrecken nämlich die Enten. Und man braucht hier Wasser. Und das ist halt so ein Farmspiel. Ich bin echt weit gekommen, aber ich frage mich echt gesagt, warum hier alles weg ist. Also so ist mein Spielstand. Ich war, also es gibt richtig Level, die man hier abarbeiten kann. Weil man muss jetzt hier, erstmal hat man nur Enten und die Enten, die legen halt Eier. Und man muss natürlich darauf aufpassen, dass die genügend Gras zu fressen kriegen. Für Gras braucht man wiederum Wasser. Wasser kriegt man eigentlich wieder, indem man hier drauf tippst, genau. Jetzt kann ich wieder Gras pflanzen und man braucht möglichst viel. Man kann auch neue Enten kaufen. Die fallen dann einfach von Himmel. Es kommt aber ab und zu mal kommt ein Bär und der versucht dann alle Enten zu fressen. Oder einfach nur zu ermorden, ich weiß, also hat den seine Motivation nicht. Und den kann man aber auch einfangen, wenn man schnell genug ist, was natürlich hier ein kleines Problem ist, schnell zu sein, weil der reagiert ja auch gerne mal nicht. Und dann kann man den Bär verkaufen, was man halt so macht, ne. Das ist dann auf dem Bären-Schwarzmarkt, kriegt man die dann los. Ach, ich habe das erste Level geschafft, genau, jetzt kriegt man hier das nächste Level spielen. Und mit der Zeit kriegt man dann halt auch neue Tiere, nicht nur Enten. Okay, ich glaube, ich bleib gerade ein bisschen zu sehr auf diesem Game hängen. Auf jeden Fall, ihr glaubt's nicht, aber dieses kleine bekackte Game macht echt süchtig. Aber ich glaube, nach 5 Level kommen wir irgendwie nicht mehr weiterzocken, weil es halt bloß eine Demo ist. So, was haben wir noch drauf? Wir haben einen Kalender, wir haben Magic Album. Ist ja geil. Heckendorf Plön. Also ich weiß gerade nicht, wo er das jetzt her hat, aber 0 Grad. Und sagt sogar das richtige Datum an. Ja, das ist echt eine coole Sache, vor allem, dass es noch funktioniert. Kann ich auch irgendwo, Network Error sagt jetzt schon wieder, das ist total nervig. Kann aber auch sein, dass er jetzt wieder versucht, irgendwelche Server zu konsultieren, die es schon seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Hier ist irgendwas Chinesisch. Ach, QQ, das ist doch dieser chinesische Messenger. Ist ja geil. Aktivität Startseite reagiert nicht. Schließen, erzwingen, warten. Versteht mich nicht falsch, das sind Timeout-Zeiten. Das ist nicht so, dass das System hier irgendwie instabil läuft. Der wartet halt und denkt irgendwann, ich warte jetzt schon so lange, das muss abgestürzt sein. Ja, das System rechnet selbst nicht damit, dass es so langsam ist. Recent Changes, hat er sich tatsächlich hier irgendwann mal geupdatet oder was? So, schon wieder. Schließen, erzwingen. Och, Mano. Oder der Speicher ist jetzt irgendwie, das ist der RAM voll und hier gibt's irgendwo jetzt noch einen App-Task-Manager, wo ich alles mal beenden müsste. Genial Writing. Na, Genial Writing. Ist ja geil. Also gut, die Verzögerung ist schon ziemlich crazy, ja. Das Display ist viel zu klein. Möb. Das ist cool. Und jetzt setzt ihr das daneben. Kann ich schreiben? Es geht eigentlich. Ui. Da hat er jetzt ganz schön rumgebackt. Jetzt setzt ihr das klein daneben. Ja, das ist schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Würde einfach nur ewig dauern, damit irgendwie was zu schreiben. Aber man könnte damit, oder konnte sicherlich seinerzeit damit Leute beeindrucken, ja. Wenn man auf so ein Ding hier rumschreibt und der macht das dann daneben. Und jetzt Enter, dann kann ich wahrscheinlich die nächste Zeile, genau. Und hier kann ich ein Leerzeichen einfügen. Hier kann ich das Ganze wieder schließen und abspeichern. Das ist, muss ich zugeben, eigentlich eine echt coole Sache. Also zumindest damals, wie gesagt, mehr zum Angeben, aber trotzdem. So, ach, man kann ja auch noch runterscrollen. Hier kommen ja noch mehr. LOL! YouTube-Player! Ich gehe mal ja überall jetzt kaputt. Ja, gibt's leider auch nicht mehr. Oh, so schade. Das ist so übelst schade. Network Timer. Oh, lol, guck doch. Oh, guck mal, den Akku ist schon übelst geleert hat hier. In der kurzen Zeit. Wie hat's das bitte? Ah, das ist so ärgerlich, dass das hier, die App hier nicht mehr funktioniert. Ist wahrscheinlich auch hier wieder alte Links drinne. Die ganzen Server, die da angesprochen werden, die sind jetzt alle woanders.
Und wahrscheinlich wird das überhaupt alles nicht mehr unterstützt. Also der könnte das wahrscheinlich auch gar nicht mehr abspielen. Aber dass das mal möglich ist, das hätte ich mir so gerne reingezogen. Das hätte ich mir echt, ich hätte echt gerne gewusst, läuft das überhaupt flüssig? Ja, wie ist die Qualität halt? Einen Taschenrechner haben wir, den können wir wenigstens verwenden. Yay, wow, was ist denn das? Süß, dunkel. Und ich habe auch schon mal benutzt. PK-Manager, PK, was könnte denn das sein? Third Party Running All. Ah, das ist doch der Task Manager, den ich gesucht hatte. Running, kann ich jetzt ja auch mal alle beenden, das wäre ja echt obernice. Install, WMT, naja, ist auch egal. Wir sind ja im Großen und Ganzen eh durch. Ich wollte euch das ja nur mal kurz zeigen. Jetzt ist es den kurz, aber wieder ziemlich lang geworden. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich interessant, ja. Also das Tablet, muss ich sagen, jetzt auch so von den ganzen Apps, hatte doch einiges vom Funktionsumfang zu bieten, ja. Hier auch Ordner, eigentlich wollte ich sagen Videos. Livo Recorder Pro. Da gucken wir nochmal rein. Man kann nicht wirklich irgendwas aufzeichnen. Aber da wird er mit Sicherheit auch wieder eine SD-Karte haben, weil der ja nicht aufzeichnen kann. Cannot find the SD-Card present on device. Ja, ist wieder das Gleiche. Das geht ja nur mit SD-Karten. Ja, logisch. Das Ding hat keine Kamera. Das wird ja wahrscheinlich bloß ein Audio-Recorder sein, was heute bei Android ja standardmäßig dabei ist. Aber immerhin. Ja, ging ja auch, vor allem E-Mail-Client haben wir auch, ne? Aber ihr habt ja gesehen, also wenn man hier irgendwas mal in die Tastatur einhackt, das geht ja so dermaßen langsam. Da könnte man hier niemals vernünftig E-Mails verfassen. Das wäre echt höchstens mal als Notnagel, wenn man kein Notebook dabei hat. Ja, seht euch die Verzögerung an und dann nimmt ihr die Hälfte der Eingaben nicht auf. Und das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich glaube, mehr kann man sich jetzt hier nicht so groß umschauen. Ja, ihr habt jetzt Android 1.6 mal gesehen, wie das seit damals, ja, so ablief. Ich meine, mein erster Rechner lief mit Windows 95. Das war damals. Das ist ja gegenwärtig modern hier. Ja. Aber es ist mal wieder interessant gewesen, sich damit zu beschäftigen. Aber ich bin definitiv der Meinung, das Gerät, das stammte aus einer Zeit, wo man sich wirklich, es die bessere Wahl war, sich da ein bisschen mehr Geld zu investieren. Nicht zu sagen, ich nehme das billigste Tablet. Also die Handhabbarkeit, das ist ja heute mit einem, was weiß ich, 100, 150 Euro. Und die Dinger, die haben mir damals, ich weiß nicht, was das im Speziellen gekostet hatte. Weil die ZeniThink hatte damals 250 Euro gekostet. Und das war aber in der Praxis kaum zu verwenden. Das war auch relativ viel Geld. Heute kriegt man für 250 Euro aus China ja richtig Top-Technik. Aber heute ist eben die Technik auch weiter. Aber damals hätte ich auf jeden Fall jedem empfohlen, hier, pass auf, investiere lieber das Doppelte und hol dir was Vernünftiges. Da hast du einfach wirklich mehr von, als dass du dich dann hier durch sowas durchquälst. Zumal ja, wie gesagt, der Akku, der ist auch schon wieder fast tot. Der Vorgänger, der Vorbesitzer, ich habe das Teil übrigens bei eBay geschossen, der hat das auf jeden Fall oder offensichtlich genauso gesehen, denn ich habe echt das Gefühl gehabt, dass das Teil einfach mal noch nie in Betrieb war. Ja, das sieht man nämlich an diesen resistiven Screens. Die haben damals auf jeden Fall Kratzer bekommen. Das war nicht zu vermeiden, es ist ja bloß so eine Plastikfolie. Habt ihr schon gesehen, dass man die auch richtig schön reindrücken kann. Und die Rückseite, das ist dieses Glossy, nennt sich da Klavierlack und das zerkratzt auch extrem schnell. Und das hat aber überhaupt gar keine Kratzer. Also weder auf dieser Glossy-Rückseite noch eben auf den Screen. Also ich habe echt das Gefühl, das muss jahrelang irgendwo im Schrank rumgegammelt haben. Im Sinne von, ja, irgendwann brauche ich das bestimmt mal. Das war bei meinem ZeniThink damals genau das Gleiche. Lag letztendlich nur rum. Und ich habe mir überlegt, wofür brauche ich eigentlich so ein Tablet? Heute sind die Dinger ja wesentlich schneller, wesentlich besser ausgestattet und haben auch viel mehr Features. Und wir haben ja auch den Play Store, wo wir einfach mal alles bekommen, was wir so brauchen. Und auch alles, was wir nicht brauchen, davon abgesehen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Retro-Review hier von den Eken M001, erotischste Bezeichnung ever, beziehungsweise Android Donut 1.6, hat euch gefallen. Wenn ja, dann ihr wisst Bescheid. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Kommt auf moschus.de, definitiv. Da werde ich nämlich heute hoffentlich zwei Giveaways einstellen. Einmal eine Smartwatch, eine kleine, und einmal ein Smartphone. Das verschenke ich dann. Also, kommt auf moschus.de, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Die Katze sagt Tschüss.